Der Tod. Das, was wir am meisten fürchten. Doch ich fürchtete nur, was passieren würde, wenn ich am Leben bliebe. Also lief ich fort. Ich wusste, dass mein Vater versuchen würde, mich aufzuhalten. Und ich wusste, andere würden kommen und mich jagen. Leute, die nur auf Geld aus waren. Doch meine Sehnsucht war stärker. Ich wollte Erlösung. Von allem, was man fühlen kann, ist Schmerz das Reinste. Keine Halbheiten. Entweder man fühlt ihn oder nicht. Ich hatte niemals Schmerzen gefühlt. Aber nun wusste ich, dass ich ihn in anderen erleben konnte. Ein so starker, so intensiver Schmerz, dass er die Welt reinigen konnte. Ich hatte die Wahrheit erkannt. Also rannte ich fort. Der Lärm des Begräbnisses konnte das Geräusch nicht übertönen, mit dem sich mein Mörder näherte. Ich hoffte auf einen schnellen Tod. Hoffte, es wäre möglich. Also hörte ich auf, wegzulaufen. Ich hatte niemals Schmerz gefühlt, daher wollte ich ihn jetzt spüren. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar Fear Effect. Fear Effect ist ein Action-Adventure auf der PlayStation 1. Ein recht schweres. Und ich habe das bereits damals kurz angespielt, als es rauskam. Das heißt kurz. Ja, so wie eigentlich oft, relativ kurz, glaube ich, und bin relativ schnell verzweifelt und nicht weitergekommen und habe dann aufgehört. Aus diesem Grunde ist es, ja, wesentlich mehr als half blind, eigentlich fast blind, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe wirklich nur ein ganz kurzes Stück damals geschafft. Und ja, bevor ich jetzt länger rede, fangen wir einfach mal mit einem neuen Spiel an. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt sehen wir den schönen Ladebalken. Ja, dieses Projekt werde ich ein klein wenig auf Vorrat aufnehmen. Das heißt, erstmal abwarten, Moment. Hongkong. Zu anderen Zeiten ein vertrauter Ort. Söldner kamen aus dem Westen. Sie hatten von meinem Verschwinden gehört. Von einem Verräter, der für meinen Vater arbeitete. Ich war zu einer Ware geworden, die man gegen Bargeld eintauschen konnte. Vertraust du ihm? Jin ist vertrauenswürdig. Ja? Woher willst du das wissen? Er hat mir geholfen, von der Straße wegzukommen, bevor er sich mit den Triaden einließ. Er hat so seine Eigenarten, aber ich sehe ihn als Freund. Wenn es um eine solche Menge Geld geht, kann man schnell ein paar Freunde verlieren. Und sobald wir das Mädchen gefunden haben, wird es um eine solche Menge Geld gehen, was, Hannah? Hui Ming Lam ist die Tochter des mächtigsten Triadenführers von Hongkong. Keine Sorge, Glass. Wenn wir seine kleine Ausreißerin zuerst erwischen, wird Lam uns fürstlich entlohnen, um sie wiederzubekommen. Natürlich wird er uns auch umbringen wollen. Da ist es, das Lam-Hochhaus. Bei mir ist es 11 Uhr auf den Punkt genau. Jin sagte, er werde auf der Plattform sein. So viel zu Jins Zuverlässigkeit. Ich gehe ihn suchen. Ja, na, ich glaube mal eher, dass dieser Jin aufgehalten wurde. Ja, worum geht es? Wir sollen die Tochter eines Triadenführers einfangen. Oder wollen es zumindest. Wer wir genau sind, hat sich uns noch nicht dargestellt. Ja, ich bin diese Hannah hier. Und jetzt wollen wir als allererstes mal schauen, ob wir die gute Dame finden. Von der ja wahrscheinlich war es auch die Frau, die am Anfang in der Einführungssequenz von sich selbst erzählt hat, nehme ich an.
die eventuell später einem Mord zum Opfer fällt. Man wird sehen, das wissen wir jetzt auch noch nicht, genau zumindest nicht. Ja, und wir gehen mal hier, ich kann rennen. Ja, hier kann ich jetzt speichern. Aber sie will nicht. Das ist immer ein bisschen komisch hier. Aber so direkt am Anfang zu speichern ist ja auch noch nicht so interessant. So, deswegen fahren wir jetzt erstmal nach oben hier. Ja, jetzt haben wir hier links oben so eine Art Lebensbalken. Das heißt, es ist eigentlich kein Lebensbalken, sondern eine sogenannte Angstanzeige. Fear-Effekt. Also es ist in diesem Spiel, glaube ich, so, dass umso häufiger man von feindlichen Personen getroffen wird, mit einer Waffe oder was auch immer, steigt die Angst. Und umso ängstlicher man ist, umso schwieriger wird es dann auch. Irgendwie so war das. Ich habe hier dieses kleine Stückchen schon mal in der, ja, in einem Aufnahmetest halt angespielt, aber das ist tatsächlich nicht weit. Ich werde euch das sagen. Jetzt können wir hier die Waffen wechseln. Ich werde das mit der Pistole ausrüsten. So. Hier haben wir auch schon die ersten Gegner. Dann ja, und ich habe direkt schon mal Mist gebaut. Ich hätte schneller schießen müssen noch. Ihr seht also hier oben links die Kurve. Okay, es geht eigentlich noch. Hat sich jetzt doch kaum verändert. So. Wir müssen zur Munition aufnehmen. So, jetzt können wir hier durchschauen. Okay, dann schießen wir mal. Und gehen mal hier rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Na, der Hebel ist offensichtlich, aber er ist hier wohl nicht. Da verschwindet was an diesem einem Rad. Ja, dieses Fenster habe ich in meiner Testaufnahme tatsächlich mehrmals übersehen. Jetzt geht es hier nach oben. So, der Typ hier steht direkt vor diesen Düsen. Und ich habe schon in der Aufnahme versucht, von hier oben kann man ihn leider nicht treffen. Das heißt, wir drehen jetzt hier an diesem Rad und dann dürfte er hoffentlich Geschichte sein. Jawohl. Jetzt können wir in Ruhe runterklettern. Ja, und jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich noch gar nicht war. Während meiner Testaufnahme Torschlüssel nehmen. Wir können uns übrigens auch ducken und irgendwie können wir auch eine Rolle machen, aber die habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Wir können uns hier direkt umdrehen. Ah ja, hier könnten wir theoretisch wahrscheinlich aufschließen. Mal schauen. Nee, das geht noch nicht.
So, hier könnte man doch irgendwo, habe ich doch eben gesehen. Na komm schon, Mädel. War das hier? Irgendwo ging doch hier eben der Torschlüssel zu benutzen. Ne, von da kamen wir. Moment. Hä? Das war doch eben gerade eingeblendet. Moment, wo war das? Klettern? Nein. Torschlüssel benutzen, ja, vielleicht. Jawohl, na also. Okay, und ich hab's schon versemmelt. Ich muss vorsichtiger sein, Freunde, ja. Das bedeutet, wir sehen uns gleich an der Stelle, wo wir eben waren, wieder. Bis gleich. So, bin ich wieder. Gehen wir erstmal zurück. Beruhigt sich die Anzeige oben. Sie nimmt nicht ins Ziel. Das ist das Problem. Ja. Und das war's wieder. Ja, ich sollte mir echt überlegen, ob ich das durchziehen will. Mir ist das echt sau schwer. Bis gleich, Freunde. So, auf ein neues. Yo, Fails am laufenden Meter, Freunde. Bis gleich. So, nächster Versuch. Sie nimmt ihn nicht ins Visier. Das ist wirklich total scheiße, auf Deutsch gesagt. Hier, da könnte sie so eigentlich schon ins Visier nehmen normalerweise. Aber es passiert nichts. Hä, wieso geht denn jetzt das Tor wieder zu? Das noch, ey. Jetzt reicht's mir aber. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. So, nächster Versuch.